So Leute, wir sind gerade hier am Set, beziehungsweise in der Maske, zum Videodreh Russische Diät. Und ihr werdet heute hier einen Einblick kriegen in das Video und in dem, was allem passiert. Jo, Farid, was geht, Bruder? Wie geht's, Bruder? Alles gut? Mein Trainer, Coach Maggio, Captain Maggio ist auch heute da. Der macht heute das Training, also erklär du doch mal was dazu. Genau, ich werde heute dafür sorgen, dass Herr Farid am Set immer schön durchtrainiert ist. Deswegen hat er auch nur Halbarm an, damit der Bizeps auch schön in Form ist. Sieht schon alles ganz gut aus. Aber vor dem Dreh machen wir nochmal ordentlich Liegestütze. Klar, oder gerne. Aber kriegst du locker hin, ja, oder? Ja, klar, auf jeden Aber Fall. Was nicht vergessen darfst, so beim Rappen uns immer ein bisschen anschauen. Aber reden wir gleich drüber. Ja, locker. Okay? Bis gleich, Bruder. Bis gleich. Ciao. Ich mach schon mal das Set fertig, dass du da schön ein bisschen proben okay. kannst. Okay, super. Bis gleich. Ciao. Guck mal. So, ich. Okay, komm mal kurz. Das ist gut. Anspann? Ja, spann an. Ja, so muss das sein. Aber bei der Performance kann ich ja nicht ganz so bleiben, Bruder. Doch, 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 das kannst du. Das nee, kannst du. Ich mach das auch immer. Das geht. Ja, aber Bruder, du, wenn du dich hier so. Du kannst ja nicht. Ja, aber du kannst ja so tun, als ob das geht, als ob du das so natürlich machst. Weißt du, wie ich meine? Du schaffst das schon. Zeig mal, wie du einmal so machst, wenn du. Genau, genau. Immer. Ja, aber du wenn. Kannst du ja nicht machen. Doch, du kannst das. Glaub mir, du kannst das. Ja, aber wie denn? Guck mal, dann. Spann an und dann so. Genau. Genau. Mehr, ein bisschen mehr Anspann. Genau. Siehst du, geht doch. Boah, das kriegt man schon. Doch, doch, du schaffst das. Aber nur Arm, nicht Nacken. Alles. Komplette Anspannung halt. Soll ich noch Öl machen? Oder nicht? Was meinst du? Ja. Da muss Öl drauf, da muss ein bisschen Öl drauf. Das ist eigentlich. Habe ich als selbstverständlich gesehen, aber wenn man da noch nachfragen muss, ob man Öl drauf tun muss. Eigentlich schon, hast du eigentlich immer ein bisschen Öl. Das ist so wie Dings, wie die Rolex tragen, muss da auch Öl drauf. Aber das ist sowieso dunkel, man sieht eh nicht. Das ist egal, das wird man sehen. Leute, die das sehen wollen, die sehen das. Okay. Aber ich mache mir keine Sorgen, das wird schon gut. Habe ich hier jetzt eh nur testen. Trotzdem. Sehr gut. Siehst du? Schon viel krasser. Okay. Was geht ab, meine Freunde? Wir sind heute hier beim Farid Bang Videodreh und Farid hat sich, sage ich mal, hat alles nach meinem Zeitablauf geplant und ich wollte mich nochmal bedanken bei Farid, dass ich zwischen dem Konzert und dem Videodreh ein Zeitfenster von 6 Stunden hatte, in dem ich 700 Kilometer hier hinkommen musste und auch noch Klamotten hast du dabei. Hast du geschlafen? Nein, im Stehen. Ein bisschen. Hast du gar nicht geschlafen? 45 Minuten oder so. Aber wie hast du geschlafen? Sag mal bitte. Oder ich wünschte, ich hätte Budget, dass ich hier das zahlen könnte, Alter. Aber leider im Moment ist es echt schlecht. Die Budgets sind kleiner geworden. Sind bei 100 Bars hat man das gesehen bei dem Video. Da war das Budget richtig klein. Bruder, wir müssen ein bisschen sparen. Wir haben, du weißt selber, wie das ist. Ja, die Zeit man sind muss, bei Banger Musik. Man kann nicht ein geiles Video drehen und dann noch den Beat bezahlen, Bruder. Nee, das Ding ist jetzt, ich habe jetzt das neue Konzept für Banger Musik erfunden. Wir sparen bei den Künstlern. Damit bei mir dann die Videos richtig knallen. Weißt du, ich meine, das kommt. Boah, Vollgas, geile Konzept, Bruder. Hammer. Richtig gut. Der Farid hatte wirklich immer die besten Konzepte, muss man sagen. Von, das ist so. Ein paar alten Rap-Labels, die auf dir das gemacht haben. Ja, ne. Lass mich. Ja, ich kenne auch so, wie das immer dann. Stimmt, das recht. Bruder, lass mich jetzt ein bisschen scheinen, damit du später umso schöner bist, neben mir. Guck mal, Bruder, lass mich jetzt, Spaß beiseite, lass mich jetzt ein bisschen scheinen. Guck, dass du neben mir gebückt gehst, ein bisschen. Nein, nicht gebückt, aber so, wenn ich jetzt nach vorne gehe, gehe direkt 2, 3 Schritte hinten, dass die Leute. Bruder, glaub mir, du wirst das nicht bereuen. Vielleicht in deiner Musikkarriere wirst du das bereuen. Aber brüderlich auf gar keinen Fall. Auf niemals. Wallah, weißt du? Ich zieh kolumbianisches Koks und schmeiße Handgranaten in das Agrobüro. Ich bin Handeleber wie der Undertaker, du Alkoholiker. Cut, 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 cut. Ganz kurz. Fahr, wir müssen ganz kurz den Dreh unterbrechen, Bruder.
Bizeps sitzt noch nicht, wir müssen noch 20 Minuten Workout machen, Bruder. Ja? Bruder, 20 Minuten geht nicht, wir müssen weiter drehen. Bruder, wir brauchen das. Nein, das reicht noch nicht. Aber wir haben Zeit, ey. Überstunden. 20 Minuten habt ihr doch Zeit, ganz kurz. Der muss ein paar Liegestützen machen, ein paar Klimmzüge und so. Bruder, wir kommen gleich wieder. 8 Uhr morgens, wir kommen gleich wieder, komm. Aber, Bruder, das kostet dann mehr. Ich werde das hier machen, aber wir sind schon den ganzen Morgen da. Okay. Bruder, tut mir leid, ist nicht böse. Ist egal, okay, ich verstehe das. Mann, Fari! Das ist falsch. Farid, kommst du mal bitte kurz? Ja, Bruder. Wie würdest du denn deine Performance gerade selbst bewerten? Also selbst? Ja, ich bin eigentlich ganz gut mit dem Beat mitgegangen. Mhm. Und den Flow habe ich auch eigentlich gut. Oder was willst du sagen, Jan? Ich würde sagen, das war schon ganz gut. Also ihr fandet das gut so? Also wenn du auf den Beat hörst, so bin ich immer mit reingesprungen, oder? Aber was hältst du von deiner Dings jetzt? Was sagst du selber zu deiner Performance mit Körperanspann und so? Glaubst du, du hast deinen Bizeps gut in Szene gesetzt? Ja, jetzt ein, zwei Mal nicht perfekt, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn in Schulnoten von 1 bis 6 würde ich jetzt sagen, gut, also so zwei ganz, wenn man jetzt ganz streng guckt, 2 minus. Was würdest du sagen? Farid, ich weiß, ich würde dir eine 5 geben. Warum? Da war gar nichts gewesen, was ich sehen wollte. Schlecht. Meinst du das ernst? Ich meine das ernst. Ich fand das eigentlich ganz okay. Warum? Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast es komplett vergessen. Ich habe das doch Du hast es komplett vergessen anzuspannen. Ich habe nicht einmal gesehen, dass du den Trizeps gezeigt hast. Aber ist das genau? Du drehst dich um und denkst nicht einmal den zu machen. Ja, aber das geht ja nicht, der Beat ist ja, aber du drehst dich um, dann kannst du doch einmal kurz so machen. Ja, aber wenn du so stehen bleibst, das sieht doch unästhetisch aus. Beim Drehen was ist denn eigentlich wichtiger? Ist die Bewegung wichtiger oder der Bizeps selber? Das muss alles in einem verlaufen. Also ist jetzt nicht jetzt nur, dass man sagt... Daniel, diese Szene kannst du komplett löschen. Das können wir nicht, ne. Warum? Sollen wir das jetzt nochmal machen? Das machen wir jetzt nochmal neu. Okay, komm. Ja gut, lass nochmal machen. Kein Sonnenschein, sondern Blitzlicht. Ich komme rein und zerfick dich. Die Polizei, sie nimmt mich mit. Ich steh, guck allein an die Rich Kids. Zieh die AK, ich schieß die am Jazz und begrabe sie wie den Beat mit Alpa. Ich zähle Money, du Fotze bist auf. Du siehst Money nur vor Pacquiao. Ja, Mann! Super, Alter. Ey, richtig cool, Alter. Hammer. Ey, Bruder, guck mal, lass ich mal ganz kurz mit dir reden. Bruder. Guck mal, Bruder, ich hab dich ja gestern Abend angerufen, hab ich gesagt, komm mit ein bisschen zum Dreh, helf mir ein bisschen Liegestütze und so weiter zu machen. Guck mal, Bruder, ganz ehrlich, du hast das, wie soll ich dir das sagen, Alter? Hab ich dich zu wenig unterbrochen? Soll ich dir direkt, immer wenn du nein, was falsch machst? Nein, Bruder. Okay, ey, du übertreibst es. Wie ich? Du übertreibst es. Wie? Womit? Guck mal, wir sind hier, wir drehen ein Musikvideo, ein Rapvideo. Ja. Und du, das nervt, das irritiert einen, wenn du jetzt die ganze Zeit da Bodybuilding posen machst. Ja, aber ich musste doch zeigen, wie du richtig zu performen hast. Dein Körper muss doch gut in Szene gesetzt werden. Ja, ich weiß, aber das ist hier jetzt nicht vordergründig, sondern wir haben hier einen Song, wir präsentieren... Wie, das ist nicht vordergründig? Wir drehen doch hier gerade ein Video zu einem Album, Summer Jam und ich. Zu meinem Song, der auf meinem Album ist, Russische Diät. Mhm. Und du solltest es einfach sein lassen, jetzt hier die ganze Zeit um zu Bodybuilding-Ratschläge zu geben. Aber Farid, ich muss es dir doch sagen, wenn du nicht... Aber ich habe zu dir gesagt, lass uns ein paar Liegestütze machen und nicht jetzt hier, dass du hier so ausrastest. Farid, entweder nimmst du mich so, wie ich bin, so, oder ich gebe dir gar keine Tipps mehr. Ja, ey, dann lass das heute so machen, dann bleib aber morgen zu Hause, weil so geht das nicht. Okay. Du übertreibst es. Sei mir nicht sauer, aber das ist zu übertrieben. Ja, der Bizeps war die ganze Zeit, du hast... Machst. Komm, egal. Das Leben gab mir keinen reichen Dad, keine Geschenke vom Nike-Geschäft. Lernte leider nur, wie scheiße schmeckt. Heute mach ich Millionen mit einem Test. Komm, steh auf. Ey, bist du bescheuert, Alter? Ich kann Hanuta essen. Ey, das tut weh, Mann. Bist du behindert oder was, Alter? Du kannst aber kein Hanuta essen beim Video. Ey, bist du bescheuert? Wie kannst du einfach auf meinen Kiefer mir schlagen? Ey,
Der Junge tickt nicht ganz sauber, ne? Red mal bitte mit dem. Bruder, er meint das bestimmt nicht böse, Alter. Der ist halt so, wie der ist, ne? Ja, aber Bruder, der ist doch schon... Bruder, du wusstest das doch, dass der so ist. Red mal mit dem. So radikal. Ich wüsste, der übertreibt jetzt langsam. Okay. Ich sag dir das, ne? Ist das okay, ich red mit dir. Na, Alter, warte, ja. Was ist das? Bruder, Alter. Ja, Bruder, entweder macht man das so, wie ich... Aber ganz ruhig, Bruder. Walla, ich will doch nicht du bist böse, so, du gehst so sensibel an die Sache dran, Bruder. Du bist sehr emotional. Bruder, guck mal, das Ding ist, weil du so emotional bist, Bruder. Ja, Bruder, Dings, Stoff hin oder her, Bruder. Es geht darum, ich will nur, dass der Junge sein Bizeps, seinen Körper richtig in Form setzt, damit die Leute auch sagen, boah, krass. Aber du musst und vielleicht so, einen Kompromiss eingehen. Guck mal, das ist so wie für einen Beatmaker. Weißt du, wie ich meine? Der setzt auch die Snares so, wie der das will. Das ist so Perfektionist, weißt du? Und ich will auch, dass jedes Detail sitzt, so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber der ist auch ein vollwertiger Künstler, Bruder. Vielleicht kannst du da nicht so, kannst du vielleicht nicht so heftig da eingreifen. Meinst du, ich habe überreagiert oder was? Ein bisschen, Bruder. Ein bisschen. Aber ist kein Problem. Bruder, mach dich, chill dich jetzt erstmal, ne? Geh vielleicht gleich so zu ihm hin, ne? Und dann sagst du einfach, ey, Bro, bla, bla, bla. Vielleicht fangen wir einfach von null an. Ja. Und ich schraube ein bisschen runter. Dann vielleicht hast du recht, ja. Auf jeden Fall, Bruder. Dankeschön. Okay, Bruder. Hey! Ey, ist alles gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen überreagiert gerade, ja? Bisschen? Ja, ich glaube, das war nicht okay, dass ich... Vielleicht übertreibe ich ein bisschen mit, dass ich einen Take unterbreche und so. Und das mit dem Hanuta, das war wirklich nicht korrekt von mir. Ey, bitte mich! Okay, das war auch nicht in Ordnung von mir. Okay. Guck mal, lass uns gleich, du hast, glaube ich, noch ein, zwei Stündchen drehen. Lass uns heute zusammen trainieren gehen, ein bisschen Laufbahn, dann können wir noch mal über die ganze Sache quatschen. Ich glaube, ich habe ein bisschen überreagiert. Das ist kein Problem. Ja? Ist alles okay. Kann passieren. Okay, danke. Also, ich halte mich jetzt ein bisschen mehr zurück. Ja, locker, Bruder. Und wir machen das schon. Ich bin jetzt gerade hier in der Maske und heute ist der zweite Drehtag von Russische Diät. Das Wetter ist gut und gestern war es hier ein bisschen anstrengend, aber heute ist ein bisschen... Freund! Hey, Maggio! Guten Morgen! Sieht fit aus. Danke. Ich bin gerade noch eine Runde joggen gewesen, 5 Kilometer, und dann direkt hier hingekommen. Aber wie du siehst, ich bin heute nicht sportlich angezogen. Ich halte mich heute ein bisschen locker zurück. Drauf, ne? Ganz easy. Sag mal hier und da und was, wenn da irgendwas nicht stimmt, aber ich halte mich zurück. Also gestern warst du ein bisschen schlecht. Ja, drauf, gestern. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Ne? Okay. Aber diesmal halte ich mich ein bisschen zurück. Und cool, Bruder. Aber der ist besser, der ist nicht schlimm. Auch tut mir leid, gestern, wenn ich dir so ein bisschen blöd gekommen bin. Tut mir nochmal leid gestern. Ach, das war alles ein bisschen übertrieben. Kann passieren, Bruder. Alles ich stehe ein bisschen, ich gucke mir das alles an. Ja, cool. Willst du was trinken, was essen, irgendwas? Habt ihr Eiweißshakes da? Nee, wir haben... Wir haben keine Ahnung. Habt ihr keine Eiweißshakes? Nee, leider. Aber was trinkst du denn da? Cola Zero, Wasser, Orangensaft. Okay. Ja? Alles klar. Willst du was trinken? Nee, ich trinke dann gar nichts den ganzen Tag jetzt erstmal. Weil ich wollte eigentlich Eiweißshakes, aber wenn ihr keine habt. Tut mir leid, Bruder. Soll ich jemanden schicken, was holen? Das wäre zwar sehr umständlich, aber wenn du. Geht das? Ja. Alles wir können gut. Jemanden schicken, aber das wäre. Ich würde vielleicht Video drehen, vielleicht eine Stunde oder so verzögern. Weil ja, weil du brauchst auch Eiweißshakes eigentlich, ne? Soll man einen schicken? Wir können das auch später trinken, nach dem Dreh. Heute ist es nicht so lange. Wisst ihr, wie lange ist das? Nur 3 Stunden. Ja, oder dann musst du Eiweißshake trinken. Kannst du nicht 3 Stunden keinen Shake trinken. Weißt du? Aber reden wir gleich drüber, mach dich erstmal fertig und dann komme ich gleich wieder. Ich check das hier ab mit den Jungs, mit Eiweißshakes, das was da ist. Habt ihr Kurzhanteln da? Ne, wir drehen heute nicht mit Fitnessstudio, wir drehen so in Knast. Okay. Deswegen. Man muss aber trotzdem auch fit aussehen, ne? Ja, aber Bruder, ich guck mal, ist okay, oder? Okay, gut, schalte mich zurück. Oder nicht, ist das nicht gut? Das ist perfekt so, aber wie gesagt, nochmal ein bisschen Liegestützen, ein paar Bizeps-Curls vor dem Dreh. Ja, können wir gleich ein bisschen machen, weil wir den Knast sehen. Aber ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe. Okay, Bruder. Bis gleich. Yo, ciao.
Der Typ ist wirklich irre, ne? Der kommt hier jeden Tag beim Bericht, ich weiß auch nicht, was in den gefahren ist. Also, warten wir mal ab. Ich hoffe, dass das heute nicht so wird wie gestern. Weil ich habe es mir gestern geschworen, nochmal lasse ich mich nicht von denen angreifen. Und wenn er mir heute zu nahe kommt, ist vorbei. Rapper haben Vision, ja, Bahnhofsmission. Kein Fake-Rap seit way back, ich stapel Millionen. Denn meine Gagen sind hoch, ich zieh kolumbianisches Koks. Soll ich ein bisschen Öl machen? Nee, brauchst du nicht. Was ist das für eine Frage? Öl drauf machen oder nicht? Natürlich kommt da Öl drauf. Ja, aber Bruder, ist doch nicht so. Ne? Bruder, lass dich über sowas diskutieren. Ja? Ja. Okay. Öl drauf oder nicht, Bruder? Macho. Ja? Öl drauf, bitte. Danke. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das mit dem Öl bitte in Zukunft, ja? Ja, okay, ich achte drauf. Ja. Hey Jungs, was geht, alles klar? Das, was dein Argumente ist. Ja. Du bist ein Polizist, ein bisschen 31er. Nein, aber der sind Schauspieler. Da sind Schauspieler, der hat doch selber gesagt, die sind keine. Ist egal, Bruder, die haben trotzdem Uniform. Das sind Schauspieler, Mann. Sag mal, jetzt guck mal, Bruder, ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden. Bruder, du bist ein bisschen mit deinem Training und du bleib doch mal ein bisschen locker, Alter. Du bist hier im Video drehen, entspann dich doch mal. Bruder, bleib doch mal ein bisschen locker, komm, chill. Willst du was trinken, Kaffee oder so? Eisenshake. Haben die das besorgt? Ist oder? Gut, ist gut. Okay. So, Daniel, sind wir jetzt fertig? Muss der Fahrrad jetzt drehen? Ja, klar, bitte. Ja? Bitte. Bro, dann machen wir nochmal 30 Liegestütze. Bruder, jetzt grad geht nicht mit den. Geht ja schwer. Wie soll ich die machen? Mit? Der Handschuh. Bruder, das geht doch. Geht nicht, Bruder. Kann man nicht machen. Könnt ihr den ganz kurz das abmachen, oder? Bruder, wir haben jetzt wirklich von der Zeit. Wir liegen schlecht in der Zeit. Bruder, du musst. Okay. Mit AK-47 zersieb ich dein Kopf. Wo ich herkomm, sind Gangster beliebter als Cops. Entweder mit Zinsen oder mit Gewalt. Russische Diät und du frisst Metall. Ey, super geiler Trick von dir. Danke, super geil. Super, ey, danke, richtig Dank. Gut, richtig. Ja, geil. Ja, keine Ahnung, das war scheiße gewesen, Mann. Du hast nicht einmal dein Bizeps angespannt, du hast nicht einmal deinen Nacken angespannt. Dein Trapezmuskel war nicht zu sehen gewesen. Ey, guck mal. Wir hatten doch eine Vereinbarung gehabt, Mann. Du hast doch heute extra keine Sportklamotten mitgebracht, oder? Bleib stehen, Mann. Ey, bleib stehen. Ey, willst du deinen Trainer angreifen? Ey, bleib stehen. Wie heißt es mit dir? Das war doch nur gut gemeint. Nein, das war doch nur gut gemeint. Ich schwör dir, du machst das nicht nochmal bei mir. Und du frisst Metall. Russische Diät. Und du frisst Metall. Mach ne russische Diät. Und frisst Metall. Wo ich herkomm, sind Gangster beliebter als Macho, reicht's mir? Der wird noch sehen. Der wird noch sein blaues Wunder erleben.